Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblock. Und wo ich hier bin, erzähle ich nach dem Intro. Ja, guten Morgen erstmal. In meiner Welt ist es gerade 7.30 Uhr morgens. Morgens. Hammer. Ja, ich habe mich aus dem Bett geschält und bin laufen gegangen und bin hier unterwegs in Berlin. Und bin hier im Spreewald wieder unterwegs in Treptow. Hat mir gut gefallen das letzte Mal, wie ich hier gelaufen bin. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es nochmal. Ich laufe eine Stunde hier durch die Gegend und gehe dann gleich zu meinem Termin in Berlin. Ich werde treffen Falco Ochsenknecht, Ole ohne Kohle. Mit dem habe ich ein Projekt am Laufen und deswegen sehe ich den gleich. Ja, deswegen bin ich in Berlin auch hier unterwegs. Und morgens laufen ist natürlich sehr idyllisch, weil morgens viel weniger Leute unterwegs sind als abends. Wobei abends hier im Spreewald auch nicht viel los ist. Also ich habe noch keinen getroffen heute Morgen. Mal gucken, ob es passiert. Ich laufe eine Stunde. Eine Stunde reicht mir. Und dann bin ich fit für den Tag. An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, was für ein Projekt ist das mit dem Falco? Falco Ochsenknecht hat ein Buch geschrieben über seine Zeit bei Berlin Tag und Nacht und wie er dazu gekommen ist, zu der Fernsehserie. Und ich habe ihn dabei einfach unterstützt. Bei der Ausformulierung ein bisschen redaktionell. Und deswegen treffe ich mich mit ihm. War ein ganz lustiges Projekt bisher. Von daher, alles gut. Ja, ich laufe mal weiter. Heute macht es für mich auch Sinn, weswegen der Spreewald Spreewald heißt. Weil, hier ist auch die Spree. Ja, beim letzten Mal durch den Spreewald habe ich nicht gesehen. Der ist so groß, dass ich einfach da rumgelaufen bin und Wasser gesucht habe. Ja, ich laufe noch ein bisschen an der Spree entlang. Ist ganz cool hier morgens. Und dann erzähle ich euch noch was über den Falco. Ja, den Falco habe ich getroffen das erste Mal auf Malle 2018. Da war ich mit dem Tobi von, Tobi von Kreisliga Fußball, das Bier gewinnt. Habe ich dort eine kleine Reise unternommen und dann habe ich ihn gesehen im Megapark. Tobi kannte ihn schon. Haben uns ausgetauscht, wer was macht. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Berlin Tag und Nacht war nicht so mein Ding. Und hat mich der Falco ein paar Wochen danach angerufen, hat gesagt, hier kannst du mich bei meinem Buch unterstützen. Ja, und das habe ich gemacht. Und das Buch ist veröffentlicht. Und ist geil. Gutes Projekt. Könnt ihr kaufen. Falco Ochsenknecht. Sein Leben bei Berlin Tag und Nacht. Ich bin abgebogen von der Spree wieder in den Spreewald hinein. Schon langsam wieder zurück. Bin schon 40 Minuten unterwegs. Wenn ich jetzt zurücklaufe, laufe ich mindestens eine Stunde 15. So lange wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, gut. Macht auch nichts. Aber ist ganz cool heute Morgen. Ich habe auch hinten raus ein bisschen Zeit. Von daher ist nicht so schlimm. Ich gehe gleich duschi. Und dann war's das. Ich muss wieder zurück in die Baumschulenstraße. Baumschulenstraße bin ich gestartet. Und werde gucken, dass ich die wieder finde. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Kann sein, dass ich mich verlaufen habe. Mal schauen. Wie zu erwarten war, habe ich mich verfranst. Ich
bin jetzt hier irgendwo aus dem Wald raus. Musste gerade fragen, wo es zum Baumschulweg zu der S-Bahn-Station geht. Jetzt bin ich aber, glaube ich, auf dem richtigen Pfad. Und dann habe ich es gleich geschafft. Ich denke mal noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich da. Das knurrt. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder zurück auf der Baumschulstraße. Kurz vorm Baumschulweg, S-Bahn-Station hier vor mir. Das heißt, ich habe noch 5 Minuten zu laufen. Vielleicht noch 2, vielleicht noch 3. Mal gucken. Und an der Stelle kann ich nur sagen, macht Sport. Cheerio, bis zum nächsten Mal.